Wie bist du mit der Zunge erwacht? Um ehrlich zu sein, weiß ich das selber nicht genau. Ich bin einfach aufgewacht und losgegangen, als wäre nichts gewesen. Ich dachte so bei mir, ich könnte die Welt auch gleich neu entdecken, wenn ich schon immer dabei bin. Diejenigen, die mit mir aufgestanden seien, allerdings kein einziges eigenes Ego zu besitzen. Doch um ehrlich zu sein, was war mir das egal? Die mit mir auferstandenen? Es gibt noch mehr wie dich. Aber natürlich, Tote stecken selten allein auf. Meist dienen sie irgendeinem Meister. Verstehe. Charakterinformation freigeschaltet, Scanny. Aber ich entschied mich dafür, meinen eigenen Pfad zu wählen. Also denke ich, gehe Zügen durch sofort und fand eine kleine bescheidene Taverne. Ein wenig wie diese hier, aber unter einer eher nautischen Ästhetik. Auf der Speisekarte stand jede Menge Fisch, aber ich hatte nie viel Meeresfrüchte gegessen. Aber ich nutzte die Gelegenheit, um zu erfahren, worüber man in der Stadt so spricht. Und worüber sprachen die Leute sofort so? Das große Thema ist ein nützlicher Adliger, der eine Dame von gemeinem Bestand geehelicht hat und mit ihr durchgebrannte. Nun hat die Familie keinen Nachfolger. Aber es gibt noch mehr. Die Fischer in Soft fürchten, dass der Fluch eines Siegs auf der Stadt liegt. Angeblich wird der Hafen nachts von allerlei Geldtier heimgesucht, das ausdruckslos auf die Wellen und den Mond blickt. Und am Tage verschwinden sie wie Geister, es zu tun pflegen. Das ist ein seltsamer Fluch. Passend zu einer Seehexe und einem guten alten Seemannsgarn, möchte ich meinen. Gerücht freigeschaltet die Legende der Seehexe. Sag, Gastwirtin, habt ihr etwas für meine untoten Kinder? Du willst einen Drink? Darf ich dir dazu auch einen Waschlappen servieren? Es läuft doch durch dich durch. Der Waschlappen wird nicht glücklich sein. Vielen Dank. Wie du meinst, was darf es sein? Ich weiß, dass meine nicht existierende Zunge lockert. Wäre vortrefflich. Und die ist doch schon sehr locker. Etwas mit Charme und Reiz. Kommt sofort. Okay, Charisma. Charisma muss es sein, zwei, dreimal. Dann hätten wir den hier. Warum nicht? Und einen Zug dazu übernehmen können. Das könnte gehen. Ja. Dann müssen wir erstmal das hier ausgleichen. So, Schild braucht es jetzt noch. Dann müssen wir allerdings noch Charisma. Das klappt aber nicht. So, vielleicht einmal zu viel. So, hier. Und Charisma.
Hautige Hauriken. Nur streicheln. Hier der neue Trink. Passt doch sogar farblich. Ein echter Charmbolzen. Bitte sehr. Fabelhaft. Ich fühle mich, als könnte ich die Welt alleine mit meinen Wuchten erobern. Oha. Nicht, dass mein Sinn danach stünde. Wörter sind viel reizvoller als Welten. Das ist der innere Archivar, der da aus mir spricht. Ich habe mein Leben damit zugebracht, Bücher zu lesen, zu sortieren und zu archivieren. Da bleibt kaum viel Zeit für Träume oder Hochmut. Bist du sicher, dass Hochmut... Bist du sicher, Hochmut ist so eine Art Berufskrankheit bei Akademikern? Bitte, das zählt doch wohl kaum. Ich stimme zu. Es ist einfach eine natürliche. Ich glaube, du hast mir gerade einen Geistesblitz verschafft, Knochenmann. Hab ich das? Ja. Wenn ich den Alterungsprozess von Zellen beschleunigen könnte, dann würde die Inkubationsprozedur. Ich muss los. Wenn meine Schwester mich nach mir fragt, du hast mich nie gesehen. Weißt nicht mal, wer ich bin. Danke. Ciao. Bin ich mit dem Skelett alleine. Das darauf erstmal einen Schluck. Verkraften. Natürlich reinstes Wasser. So, ein energetischer junger Mann. In der Tat. Charakterinformation bei Shirt Hex. Das müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gern noch etwas hier verweilen und den Moment genießen. Gerne doch. Ich nutze meine Zeit, um hier auch so viele Gerüchte hier. Es wird wieder schwierig, das zusammenzubuddeln. Ich glaube, sieben haben wir schon. Hier. Elaitia Anwar. Volk Seraphe, Alter 25, Pronomen Sieger, Klasse Klerikerin, Herkunft der Durchbruch, Gesinnung rechtschaffend und Arcana die Hohepriesterin. Elaitia ist eine aufrichtige Anhängerin von Cassiopeia, was sie niemandem je vergessen lässt. Sie ist äußerst bestrebt, den Unschuldigen beizustehen und die Welt vor herabfallenden Sternen zu schützen. Jade. Volk Maida. Alter 32, Pronomen sie, ihr. Klassikopfkreativerin, Herkunft Sayar-Stepper. Sim chaotisch und Arcana der Herrscher. Ich kenne Jade schon lange, aber es ist schön, dass sie wieder hier ist. Nicht, dass man sich Sorgen um sie machen müsste. Sie ist stark unabhängig und sucht immer nach einer Möglichkeit, Geld zu verdienen. Etwas Empathie tät ihr ganz gut, aber man kann nicht alles haben. Einfach Iniko. Volk Steidwandler. Alter, Fragezeichen. Pronomen Xioxian. Klasse Mönch, Herkunft Avalon, Gesinnung chaotisch neutral, Arcana das Gericht. Stammt eigentlich aus Avalon und vibet jetzt auf Gaia. Vermutlich, weil die Leute hier die Tricks der Gestaltwanderer noch nicht kennen.
sucht immer nach neuen Opfern und nimmt nichts allzu ernst. Hat sich einen Begleiter namens Verdi. Das steht für Verdammnis und er streikt sehr oft. Natürlich. Hexagon Hex. Volk Halbelf, Alter 48. Bruno, der hat sich aber gut gehalten. Auch für ein Halbelf. Pronomen er, ihm. Klasse, Zauberer. Herkunft, Zenit. Ist nun chaotisch neutral. Arcana, der Turm. Hex ist ein impulsiver Zauberer, der Chaos liebt und alles, was nicht gerade vernünftig ist. Er ist eine der zwei schlauesten Personen in Asteria. Die andere ist seine Schwester, die sein absolutes Gegenteil ist. Ihm verdanke ich ein neues Wort, Theopraxis. Etwas, das ist, was in der Theorie praktisch funktioniert. Scanny, Volk Skelett. Animiertes Skelett wahrscheinlich. Wobei, nein. Keine Ahnung. Alter, Fragezeichen. Pronomen, er, ihn. Klasse Archivar. Herkunft immergrüne Archive. Gesinnung chaotisch neutral. Arcana der Magier. Scanny ist ein maliges Musterbeispiel eines Gentlemans. Ist nun ja tot. Zumindest war er das eine Weile, ehe er wieder aufstand. Aber anders als die meisten Untoten blieb er bei seiner Persönlichkeit. Detektivin Melina. Volk Vukakin. Alter 10. Pronomen sie ihr. Klasse Detektivin. Herkunft lief. Chaotisch gut. Kana der Stern. Melina mag jung sein, aber sie ist bereits eine angehende Detektivin. Und sehr clever. Sie ist ein sehr neugieriges Kind. Und herzallerliebst, obwohl ihre Eltern sehr früh ums Leben gekommen sind. Es ist sehr schwierig, sie nicht zu mögen. Wie sogar ein gewisser düsterer Schurke festgestellt hat. Ah ja. Der Gentleman ist immer noch da. Und Phoebe ist wieder da. Hey, Gastwirtin, alles gut bei dir? Alles in Butter. Und bei dir, Phoebe? Ich bin immer noch sehr beschäftigt, damit den Bauern zu helfen. Ihre Scheune und Zäune bauen sich nicht von alleine auf. Und viele haben ihre Ernte verloren, weil die Hitze der Sterne sie vernichtet hat. Es ist so fürchterlich. Die Zerstörung, die Sterne angerichtet haben. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Aus historischer Perspektive gesprochen, erschienen die Herren der Grünen See mit jemand, die derartige Unbill über uns hereinbrechen lassen würde. Verzeiht. Wo habe ich meine Manieren gelassen, eine Konversation der Gestalt an mich zu reißen? Mein Name ist Scan. Fable. Sehr erfreut, Fable. Bitte verzeiht mein Unumstimmheit. Schon in Ordnung. Ich war nur überrascht, dass du sprechen kannst. Nicht, dass ich meine normalerweise, macht euch keine Gedanken. Skelette sind normalerweise nicht sonderlich gesprächig und eure Überraschung demnach verständlich. Normalerweise aber, was heutzutage schon normal. Die Sterne sind vom Himmel gestürzt, da können Skelette auch sprechen. Es gibt bestimmt seltsamere Dinge auf dieser Welt. Gewiss gibt es das. Zum Beispiel ein Drinks,
der den ihr mir serviert hat, gluckert immer noch in meinen Knochen. Du hast schon einen probiert? In der Tat. Das tun sie manchmal. Würdest du mir bitte auch einen Drink machen? Ich will nicht, dass meine Knochen gluckern oder so, aber etwas für mein Fingerspitzengefühl wäre gut. Ich muss mit den Zucchini-Samen sehr vorsichtig sein, oder sie gehen schneller ein, als ich gucken kann. Natürlich, komm sofort. Machen wir mal keine Experimente. Ich weiß doch, was Fable will. Ihren Standard-Drink. Vielleicht kann ich hier ein bisschen... Ja, tatsächlich kann ich einen kleinen Kristall hinzufügen. Also kleine Stärke muss da jetzt rein. Um es auszugleichen. Ich hatte es schon. Ich muss auch noch ein bisschen Verteidigung. Und sehr viel hiervon. Ein schneller Schluck mit extra Kristall. Ach, wie süß. Und man leuchtet. Sie gucken. Immer wie immer. Ich hoffe, dass dieser Drink deine Fingerspitzen gut tut. Perfekt. Du weißt immer genau, was ich brauche. Natürlich, du bist immerhin mein liebster Kunde. Bin ich das? Selbstverständlich. Und von allen Gastwirten habe ich dich am liebsten, Gastwirten. Danke, Fable. Glaubst du, dass deine Arbeit auf den Höfen bald zu Ende ist? Ich hoffe es. Ich meine, ich arbeite gerne da und die Leute sind alle sehr nett, aber wenn ich fertig bin, dann heißt das, dass alles wieder normal ist. Benötigt ihr zufällig eine helfende Hand? Ich habe sogar zwei davon. Und ich kenne mich ein wenig mit Agrikultur und Zaunarchitektur aus. Gerne. Ich könnte Hilfe dabei gebrauchen, einige Sachen nach Tregarien zu bringen. Ein Baumhaus ist nicht weit von hier. Das klingt nach einer nützlichen Arbeit, die Zeit zu verbringen. Ich schließe mich euch an. Wohl an. Dankeschön. Aber bevor ich gehe, ich habe da noch etwas, was ich dir geben will. Das ist es denn, Fable? Getrocknete Honigblumen. Die Bauern wussten nicht, wie sie mir danken sollten. Also haben sie mir geschenkt. Und du bist immer so nett. Da dachte ich, ich würde sie gerne mit dir teilen. Du hast bestimmt schon einige Ideen, wie du sie nutzen könntest. Danke sehr, Fable. Ich will sie gut nutzen. Infusion freigeschaltet Honigbogen. Aha. Eine Infusion, auch mal schön. Ihr akzeptiert Zutaten-Schenkungen? Das tue ich. Meine Lieferwege für Infusionen sind begrenzt. Wie steht ihr zu euren Rezepten? Etwas Inspiration kann nie schaden. Hervorragend. In einem alten Leben hatte ich Zugriff auf einige Bücher über Magie und Trankbrauen. Ich glaube, das Lieblingsrezept meines Assistenten bekomme ich noch zusammen. Zapfrische weiße Schokolade. Oha. Bewahrst du es unter deinem Hut auf? Natürlich. Sonst würde ich es sonst aufbewahren. Das stimmt wohl. Danke für das Rezept. Ich danke euch dafür, dass ihr so vortrefflich und gastfreundlich wart.
Fabian und ich wollen uns nun aber sputen. Aber sofern ich nicht von einem Tag auf den nächsten zur Asche zerfalle, werdet ihr mich wiedersehen. Hoffen wir, dass wir uns wiedersehen. Selbstverständlich. Ich mache lediglich Witze. Na, hoffentlich. Ich will nicht schuld daran sein, wenn es passiert. Vielen Dank. Egal, wie dunkel es um mich herum ist, du erhältst diese Dunkelheit jedes Mal. Bis bald. Auf geht's, Scully. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Da verschwinden sie wieder. Oha, da ist jemand mit einem Umhang. Das ist ja schön zu sehen. Dass ich solch eine Rarität angesichtigt werde und durfte, welch eine Freude. Du machst dir schon beinahe aus den Nagel fast ins Hemd. Und warum sollte ich das auch nicht? Es ist so ein interessanter chemischer Prozess. Metalle haben eine Menge chemischer Prozesse und von denen ist Rost nicht gerade mein Favorit. Zerstört eine Menge harter Manöver. Tut er das? Klar, macht das gute Metall brüchig und porös. Oh. Kein Ria gut, euch beide wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie war euer Tag? Ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte einige interessante Kunden. Oh, vielleicht jener distinguierte Kerl, dem wir auf dem Weg hierher begegneten? Distinguiert? Joa, feiner Herr, ich weiß ja nicht. Wünschten die Decke macht noch kein Schnöser. Und was macht jemanden zum Schnöser? Manier. Oh, er war doch ausgesprochen höflich. Er hat sogar zur Begrüßung den Hut gelüftet. Du findest aber auch alles höflich. Sogar deinen komischen Schleim. Aber Herrscher von Schleim ist höflich. Was für eine ungewöhnliche Uhr ihr doch da habt. Und doch, mir scheint, ich habe sie schon einmal gesehen. Es ist genauso aus wie die Uhr, die Evelyn in ihrem Wohnzimmer hat. Und wie oft ich ihre Rückkehr von Banketten und wichtigen Treffen sehnsüchtig erwartet und dabei auf diese Uhr blickte. Sagt, ist dies zufällig ihre Uhr? Darüber sollten wir einmal ein andermal reden. Lasst uns das für den Moment vergessen. Einverstanden? Einverstanden. Sagt, Gastwirtin, habt ihr diesen Brief bereits gelesen? Das erscheint mir eine Geschichte, die ich jetzt gerne hören würde. Bisher nicht. Oh, tragisch. Brief schreiben war mir stets eine Freude. Hast du was zum Sippeln für mich, was mich zier macht, damit ich den Gesülze hier tragen kann? Natürlich. Wir sollten den Brief irgendwann mal lesen. Steht dann irgendwas Bedeutendes drin? Sie müssen noch eine Rechnung von 400 Gold für ihre Taverne zahlen. Wenn sie das innerhalb eines Monats machen, kommt ihre Taverne beschlagnahmen. Das Finanzamt. Oh, weiße Schokolade. Vielleicht können wir die machen. Die können wir sogar machen. Dann dreimal. Dreimal Schild. Weiße Schokolade.
Und weiße Schokolade kann man doch bestimmt mit. Nee, kann man nicht mit Eis. Aufwerten. Das geht auch nicht. Die Stärke darf halt nicht dazu kommen. Minus, minus. Das würde tatsächlich gehen, glaube ich. Und Blümchen in die weiße Schokolade. Wir müssen aber jetzt zweimal Stärke hinzupacken. Schau, ob das klappt. Und da muss jetzt auch noch Schild rein. Das war dreimal. Nee, das klappt so nicht. Schade. So. Dann machen wir es mal aus, dann müssen wir das Ganze ohne Infusion. Sei ja nicht. Mach's immer gerne. Und wenn es geht, aber wenn es halt nicht geht. Ein bisschen Paris mal hier. Wie geht denn dieser denn überhaupt? Und wie gesagt, die Charisma verstärkt. Und das Schild verstärkt. Erst auf ein verstärktes Schild, das macht da Minus und da Plus. Plus können wir hier nicht gebrauchen, weil es halt dann nur sein darf. Ach du Schande. Feder vielleicht. Da haben wir hier schon, da haben wir. Dreimal hiervon. Eine weiße Schokolade. Ja, so geht's. Ha! Geht runter wie Drachen, sei es gedankt. Schön, dass es angekommen ist. Vielen Dank, ich habe mein Bestes gegeben. Merkt man. Fühl mich wie neu geboren. Hab ich ja nicht viel erwartet, aber ich muss sagen, du machst dich echt Hammer. Wie war euer Tag? Nichts Besonderes. Wundervoll. Ich konnte nach all den Jahrhunderten endlich wieder in die Sonne wandern. Und hat es dir gefallen? Die Sonne ist so viel heller, als ich gedacht hätte. Ria und ich haben einen Ausflug in die Hauptstadt unternommen, wo ich sie jedoch so selten vorher voller Leben sehen konnte. So viele Menschen. So viele. Ich fand, es war eine angemessene Anzahl für eine Stadt. Es war so lebhaft, dass ich mich beinahe selbst lebendig fühlte. Und sie alle konnten meinen Umhang in seiner vollen Pracht bewundern. Das ist also dein Mantel. Dein Mantel
der Unsichtbarkeit. In der Tat. Interessant. Heißt das, ihr werdet jetzt nach Bovia aufbrechen? Wie? Warum sollten wir denn dorthin? Das war die Abmachung. Ich helfe dir mit deinem Umhang. Du gehst zu deinem Vampirpilz. Pitz und ich kriege meinen Pennunzen. Oh, aber ich habe diese Einladung vor fast 500 Jahren bekommen. Erwähnte ich das nicht? Ne, oder? Was ist denn mit meinem ganzen Krams? Ich kann euch das Gold gerne geben, wenn ihr es wünscht. Aber würdet ihr mich noch eine Weile Gesellschaft leisten? Na, wenn es nichts anderes ist. Oh, wie wundervoll. Jeder Moment in eurer Nähe schenkt mir solche Freude. Es ist wirklich ein herrlicher Tag, ein Vampir zu sein. Ich habe meinen Umhang zurück und kann wie ein Sterblicher unter der Sonne wandeln. Herrlich. Sagt Gastwirtin, würdet ihr euch einen Drink für mich einfallen lassen? Einen, der so köstlich schmeckt, wie die sanfte Liebkosung der Sonne sich auf meine Haut anfühlt? Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Beschreibung, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Rezeptfreischalt Alpina Colada. Der war gut, der ist gut. Der ist gut. Kleiner Applaus. Fabelhaft. Ich habe gerade in meinen schwitzigen Himmel geklatscht. Ich frage mich, ob meine geliebte Evelyn ebenfalls in der Sonne wandeln wollen würde. Wisst ihr, wie es ihr geht? Glaubt ihr, ich sollte sie besuchen? Lass mal lieber. Oh, ich sollte es tun. Versöhnung liegt in der Luft. Glaubst du, das wäre eine gute Idee? Ist es nicht. Und ob es das ist? Kai, du hast deinen Oma gezeckt. Glaub nicht, dass sie dich freudig empfängt. Weißt du, was ich meine? Was ich mit meinem Ex-Macker machen würde, der meinen Hammer gezeigt hat. Was denn? Ihn mir wiederholen, damit alles zertrümmern, was er liebt. Niemand klaut mir etwas ungestraft. Aber der Umhang ist mein. Und du glaubst, das sieht sie genauso? Oh. Vielleicht habt ihr recht. Es wäre eine Schande, meinen Umhang erneut zu verlieren. Ich hätte nur zu fragen brauchen. Ach, meine geliebte Evelyn. Es gab nie einen ihrer Wünsche, dem ich mich versagt hätte. Und es gäbe bis heute keinen. Na, wenn ich mich so ein Trunauen gelacht hätte. Ich würde ja eine Schugge werden. Nun ja. Weiß ich ja. Oh. Mein Herz, wie es sich nach ihr verzerrt. Na, wenn das mal alles ist. Womöglich wird sie mich eines schönen Tages kontaktieren. Ich vermisse sie. Aber ich werde sie so viel sehr vermissen, wenn ich auf die Berge sehe, mit dem Wissen, dass sie nur ein Atemzug entfernt ist. Ich könnte ein Drink helfen. Charakterinformation, okay. Das würdet ihr tun? Ein Drink für mich? Selbstverständlich. Etwas Starkes bitte, Gastwirt, auf das mein Herz bald Linderung finden mag. Da können wir doch bestimmt den Matrosenmaß. Den Matrosenmaß mal ausprobieren. So sieht's aus.